Die Sonne lacht vom Himmelszelt, dann nicht sie wie raus in die Welt. Und zwar fahr ich heute nach Braunfels. Und mach einen kleinen Abstecher in Hadamar. Eine mittelhessische Stadt im Landkreis Limburg-Weilburg. Zu sehen das Hadamarer Schloss. Sehenswert in dem Städtchen ist das Rathaus. Ne, das nicht, das kommt noch. Rathaus hat ein sehr schönes Portal. Die hatten ja auch schon 1639 Geschmack. Na gut, ich glaube, der Baustil gefällt nicht jedem. Viele mögen auch den Bauhausstil. Hier geht der Besuch auch schon wieder zu Ende. Jetzt fahre ich weiter nach Braunfels. Das ist ein Luftkurort im Lahn-Dill-Kreis. Der kleine Rundgang beginne ich hier am Marktplatz. Das Schloss ist seit dem 13. Jahrhundert im Besitz der Grafen von Solms. Das Solmser Tor. Hier leben etwa 11.000 Personen in dem Ort. Das erste Mal urkundlich erwähnt. Der historische Brunnen des Ortes. War gar nicht so einfach, hier Wasser zu schöpfen. Da muss man eine Menge beachten. Tor ist auf, dann nix wie rein.
Besichtigen geht natürlich auch und es gibt eine sehr hübsche Kapelle. Nach Wetzlar sind es 10 Kilometer. Dann schaue ich mich mal auch im Ort um. Zwar nicht ganz sicher, aber das könnte das Palais Hartleben sein, dieser Turm da hinten. Hier hatte eine tolle Farbe. Wieder zurück zum Marktplatz. Ist auch schon mehr los wie eben.
Bei der Kulisse könnten wir auch den Kaffee richtig genießen. Noch ein Stück Kuchen dabei. Hier an der Stelle war früher mal ein Radrennen. Daher kannte ich auch den Ort. Da gab es nur Radrennen wieder nach Hause. Jetzt habe ich mal die Zeit und die Muße, mir das Städtchen alle anzusehen. Von hier aus geht es gleich nach Weilburg, aber da mache ich im nächsten Video.